Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Neverwinter Nights 2. Wir sind immer noch dabei, Geister für dieses komische Ritual zu sammeln. Für die Öffnung des Baumes einfach nur. Wo läufst du hin? Frau, sollst hier unten herlaufen? So. Da unten parken nämlich deine zwei Freunde, obwohl ich weiß nicht, ob das Freunde von dir sind. Ja gut, Ernay ist auf keinen Fall. Muss sie jetzt eigentlich ausrasten, wenn sie ihn sieht? Falls sie sich gegenseitig sehen können, das ist ja auch so eine Frage, ne? So, da steht es auf einem Haufen. So, er macht das mal auf. Und wer schmeißt im Flur irgendwas um? Frage mich, ob man das auch in der Aufnahme hört. So. Licht an. Und ja, dann ab zum Baum mit euch. So, du ebenfalls. Hopp, hopp, hopp. So. Ja, grelles Licht. Und eine Statue. Vor langer Zeit wurde der Wächter erschaffen, um Illefarn zu beschützen. Wenn die Zeit gekommen ist, unser mächtiges Werkzeug zu entkörpern, seid ihr das Instrument seiner Vernichtung. Empfangt diesen Segen der Kommunion. Möge sein Licht euch auf all euren Reisen begleiten. Oh. Entschuldigung. Der dritte Teil des Rituals ist vollzogen. Konzentriert euren Willen auf die Statue. Wisset, dass obschon der Fürst der Schatten euch unzählige Male verwunden kann, ihr die Macht habt, das Leid, das er euch und anderen zufügt, ungeschehen zu machen. Besänftigendes Licht, meine Lieblingsfähigkeit von all denen. So, auch perfekt für einen Kleriker. Und ja, dann sind wir fertig. Wir rasten nochmal eben, weil es passt. Dann gehen wir. Sind schon mit dem nervigsten Teil hiervon fertig. Wir haben schon alles durchsucht. Kann ich mit dir nochmal reden? Ihr habt die Aussicht auf Frieden an diesen Ort zurückgebracht. Dafür danke ich euch. Ja, ich hab den Frieden gebracht? Wie? Wirklich? Das wollte ich nicht. Nein. Ja, aber wie habe ich das denn geschafft? Die anderen Geister wurden gefoltert und ihr Leid kam in den verderbten Kreaturen zum Ausdruck, die in diesen Hallen wandelten. Dank euch haben ihre Qualen ein Ende, wenn auch nur für kurze Zeit. Solltet ihr den Wächter besiegen, wird dieser Ort endlich seinen Frieden finden. Für mich wird es ein bittersüßer Friede sein. Mein untotes Dasein wird enden. Doch meine Bücher werden zu Staub zerfallen, wie auch mein Leib. Was sind das für Bücher? Sie bergen die letzte Weisheit des alten Illefar. Im Leben habe ich über sie gewacht. Und selbst im Tod konnte ich nicht zulassen, dass sie vergingen wie Illefar. Viele kamen auf der Suche nach Wissen an diesen Ort. Und ich konnte ihnen helfen. Diese Tage sind lange vorbei, doch meine Bestimmung bleibt. Gibt es irgendwelche Bücher, die ihr mir geben könnt? Hier, nehmt diesen Folianten. Ich habe vor meinem Tod daran gearbeitet. Er birgt großes Wissen über die Tage Illefarns. Danke, das weiß ich zu schätzen. Es ist der niedergeschriebene Teil meiner Erinnerungen. Und eine vage Hoffnung, dass andere aus unserem Niedergang lernen. Ja, aber lebt wohl. So, von wiedergeborenen Illefarn über den Wächter und der zweite Fall Illefarns. Wie werde ich wieder in so einer
Bonusfolge mal lesen. Wann die kommt, weiß ich noch nicht. Wird höchstwahrscheinlich nicht in nächster Zeit sein. So, ich glaube, nach dem nächsten größeren Story-Abschnitt, also nicht diesem hier, sondern danach dem, werde ich mal wieder machen. Oh, es regnet. Wie schön. Ich mag Regen. So. Dann bleibt uns nur noch die Flussfeste. So, die Flussfeste, ja, mag ich jetzt auch nicht so besonders. Ist irgendwie sehr langweilig. Aber nun gut, es kann ja nicht immer alles geil sein. Kann eigentlich schon, ist es aber meistens nie. So, ich glaube, hier vorne war ich schon mal. Auch direkt davor, nee, war ich noch nicht. Dann, obwohl, nee. Ach, vielleicht doch mal lieber ein Sonnenfeuer erstmal. Der im Kampfgeschehen macht sich das dann besser, wenn ich mal der Götter verwende. So, dich lasse ich erstmal leiden. Auf jeden Fall. So. 50 Schaden. Das ist natürlich nicht gerade wenig. So, hinterhältiger Angriff. Sehr schön. Die kannst du gerne weiterhin verteilen. Hier sind noch kleine Gobline. Die sind auch mal sehr lästige Gegner. Man sollte sie auch nicht unterschätzen. So, einmal schwere Wunden verursachen. 26. Vielleicht auch noch mal eine mittlere Wunde. Was war denn das schon wieder für ein Zauber? So, das hat nichts gebracht. Ja, der ist Geschichte. So, Überreste. Trank des Wissens. Ja. So, ja, ja. Alexandrit. So, Schriftrolle. Goldmünzen, Gold kann man immer gebrauchen. Wie viel Gold haben wir denn? 52.000. Wenn ich die Feste weiter ausbauen will, brauche ich noch ein bisschen mehr. Beziehungsweise meine Leute weiter ausrüsten möchte. Wie kann ich euch helfen? So, einmal öffnen. Kommen wir auch mit ein bisschen wertvollen Gut wieder zurück. Zwei Zauberstäbe der magischen Geschosse. Eine göttliche Gunstschriftrolle. Und es wird Nacht. Wir rasten nochmal eben. Und dann, ja, husch husch, rein mit uns in die Festung. Die uns auch sicherlich auch noch ein paar Gegner erwarten werden. Machen wir erstmal das obligatorische Waffen. Vor jedem Dungeon. Das da. Ja, greifen wir an. Und bei dir das da und das da. So. So. Sivi? Sivi, was machst du? Ist dafür, dass sie so, keine Ahnung, also die ist ganz schön aggressiv, die Frau. Sagen wir es mal so. Ich komme schon wieder nicht aus der Pause raus. Nein. Mist. Weg. Kann ich jetzt wieder, ja. Manchmal gibt es irgendwie, dass ich die Leertaste nicht mehr drücken kann. Okay. So, sie haut schon ordentlich rein, die Sivi, muss man mal sagen. So. Lass Sivi mal so ein bisschen selber kämpfen. Sollte sie ja mal heilen. So. Vielleicht nochmal eine Wunde verursachen bei dem Kerl. So. Das hat sie nicht. Oh. Hammer der Götter, das ist doch eigentlich mein Zauber. So ein Sonnenstrahl.
25 Schaden. Das ist sie verwirrt. Womit kann man nochmal verwirrt? Verwirrt kann man mit mal bannen. Bannen, glaube ich. So. Ja, das hat sogar geklappt. Oh, und Segen habe ich auch gebannt. Das ist ja jetzt nicht so tragisch. Aber apropos bannen. Wo seid ihr zwei denn? Flächenbrand. Momentan Zustand. Ja, sag mal, worauf wartet ihr hier eigentlich noch? Helft denen! Ah, Chandra ist gleich tot. Chandra ist tot. So, dann lass sie wieder auferstehen. So. Jetzt machen die das selber bei Quora. Kein Schild mehr hat. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste Quora doch dagegen immun sein. Denn sie hat ja Schild. So. So. Ach, komme ich hier auch mal wieder raus? Nein. Chandra, lass mich mal raus. Ach, ich bin benommen. Ist ja genial. So, du heilst. Ich sagte, du heilst. Jade. So. Sehr schön. Danach kannst du die Nischka heilen. Die hat das nämlich genauso nötig. So. Steht auf Flammen. Nischka, das Mädchen, was Flammen steht. Nein, keine Tribute von Panem Anspielung. Wo denkt ihr hin? Level up. Sehr schön. Das vergeben wir doch auch sofort. Level 16. Gotteskrieger. Könnte ich jetzt nehmen. Was bringt mir Gotteskrieger? Danke, hier. Hand auflegen könnte ich dann lernen. Es bringt seinen Charisma-Bonus. Bonus-Talent, ungläubige Niederstreckung, göttlicher Zorn. Krieg aber keine Zauber, also, Gotteskrieger ist der starke Arm seiner Gottheit, Wächter bei der heiligen Stätte, Beschützer der Pilger und Anführer der Kreuzritter. Gehe ich mit guter Gesinnung über den Paladiner häufig die Rolle, unabhängig von Gesinnung oder Ethos. Die heiligen Krieger werden von den Anhängern ihrer Götter geliebt, und deren Feind gehasst, vor allem barbaren Kämpfer, Paladin, Waldläufer schlüpfen in diese Rolle. Zahlreiche Mönche und Kleriker und militante Druiden haben den Weg bereits eingeschlagen. Ich dachte, ich krieg dann auch noch Zauber. Kriege ich aber gar nicht. Will ich doch lieber meinen Kleriker wieder haben. Weisheit würde ich gerne weiter steigen. Dann das hier und das ist wahrscheinlich Legendkunde. So, bei dir ist es erst Level 15. Nein, abbrechen. So, 11 Punkte, alle auf Bluffen bitte. Beziehungsweise einen Schlösser öffnen. So. Dann entwaffnen wäre eine lustige Fähigkeit, die ich hier geben könnte. Oder einen Waffenfokus mit einer Waffe. Ich gebe ihr mal entwaffnen. Das kann sie gerne mal tun, wenn sie das möchte. Vorwart, ich kann ich auch mal aufsteigen lassen. Charisma. So, Zauber, mächtiges Brüllen gibt es hier. Hervorrufung. Big Beast, eine veralte Faust, das wäre natürlich was. Flammende Wolke. Polarstrahl. Mag Polarstrahl. Ja, hat sie schon alles. 6 könnte ich austauschen. 5 könnte ich austauschen.
Wobei, eins möchte ich gerne austauschen, und zwar Magierrüstung. Den Zauber brauche ich ja jetzt automatisch nicht mehr. Was könnte man denn stattdessen nehmen? Irgendwas, was noch ein bisschen Nutzen hat. Grüne Farben? Immer mal Furcht auslösen. Das klappt vielleicht noch. Ne, maximal 5 TV dann nicht, dann Elemente trotzen. So. Ist doch eigentlich Schmutzpiep egal. Ja. So, dann Chandra Jarrow. Geschicklichkeit. Dann, ja, das, was du halt sonst auch immer nimmst. So. Waffenfokus habe ich, glaube ich, schon alles verteilt. So, Langschwert, leichter Hammer. Kurzbogen. Was könnte ich dir denn noch geben? Was irgendwie Sinn macht für sie. Immer mal blind kämpfen, das kann man immer mal gebrauchen. So, ja. Und dann noch die gute Frau Sievi. Auch Weisheit, bitte. Und so. Überall noch einen Zauber gekriegt. Hier kannst du bitte nochmal Erdbeben nehmen. Auf Grad 7 nochmal Auferstehung. Und auf Grad 2 nochmal Melf Säurefei. So. Jawohl! Auch noch ein paar Zauber dazu gekriegt, ja. Auf Grad 8. Da könnte ich an sich Erdbeben mal reinnehmen. Was kann ich denn hier als andauernde Zauber? Boah, nehmen wir mal Erdbeben. Grad 7. Schutzmantel, vollständige Genesung. Zerstörung können wir mal nehmen. So. Was ist los? Du kannst jetzt zum Glück auch mal dein Schattenschild ja. ausdehnen. Du hast sowieso überhaupt keine Waffen mehr, weil dir alles geklaut worden ist. Beziehungsweise gebannt worden ist von diesen Goblins. Weil du und Chandra natürlich nicht sich von der Hauptgruppe entfernen mussten und irgendwie selbst gegen irgendwen kämpfen mussten. Wir gehen wieder zum Eingang zurück. Starten da mal so, als wäre noch gar nichts passiert. Zauberzepter, Zepter des Geistes. Goldmünzen. Morgenstern, Morgenstern plus 1. Ich habe zerstörte Gegenstände mitgenommen. So. Trank teilweise Genesung. Saphir. Kiste. Alle mir nach! Ja, du kannst ihn mal öffnen. So. Ja. Schlösser öffnen, Erfolg. Hauptsächlich magische Munition. Stab der schwächeren Herbeizauberung. Hier vorne ist nämlich noch ein Sarkophag, den ich mir angucken möchte. So. Die Inschrift lautet Jerud Jemel. Herren der Flussfeste. Bis zum Ende zersplitterte weder ihre Klinge noch ihr Schild. Möge niemand ihr Zepter an sich nehmen, der ihres Ruhmes nicht würdig ist. Sie muss starken Willens gewesen sein, so viele zu führen, doch sie tat wenig, um jene abzuhalten, die sie nach ihrem Tod bestahlen. Ich sehe weder eine Klinge noch ein Zepter, noch ein Schwert. Hä? Noch eine Klinge, noch ein Schwert, noch ein Zepter? Ich glaube, sie hat sich vertan. Ich glaube, sie meint noch ein Schild. Statt Schwert. So, dann wieder Waffen. Wir haben ja nichts anderes zu tun. Ja. So, du kannst jetzt zum Glück alles hier Zauber ausdehnen machen. Ja. Und. Oh. So. Wenn ihr
Dann warten wir mal, bis die Damen fertig sind und vorbereiten. Dann gehen wir mal mit unserer Frau und weiter. So. Ja, bei Internet 2 gibt es aber auch mehr Frauen wie Männer, oder? Muss ich nochmal nachziehen, wenn ich wirklich es vor Augen habe. Aber ich glaube schon. So, Erdbeben. Bei allen Kreaturen im Wirkungsbereich. Muss ich auch mal testen, ob das stimmt. Du kannst mal Zerstörung einsetzen. Den Zauber haben wir nämlich auch noch nicht benutzt. So, damit ist er schon sofort tot. Ah, Zerstörung war das dann auch, was der Bell nochmal gegen uns eingesetzt hat. Oh, Leiden. Lassen kannst du ihn auch. So, 150 Schaden. Mit diesem Zauber einfach. So. Uga besiegt. Trank Wissen. Ein etwas ungewöhnlicher Gegenstand. Macht ihn jetzt wieder so komische Geräusche. Mag das Geräusch nicht. Ein Kurzschwert. Ein Feenstaub-Kurzschwert plus 2. Was kann das denn? Schlaf. Schwierigkeit 16. 50% für 2 Runden. Alle mir nach! Natürlich noch Elektrizitätsschaden. Und hast 5-mal. Ich teste es mal aus. Jawohl! Ob sie mal jemanden zum Schlafen bringt, weil im Schlaf kann sie den dann aber einfach töten. Aber ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Goblin. So. Ah, ein Säurenebel. Den will ich natürlich nicht haben. Den versuche ich natürlich direkt zu bannen. Banne höchstwahrscheinlich auch bei meinen Gefährten und was. Keine Effekte, aber Wirkungsbereich auf Boden. Aber nur bei sich selbst hat sie Segen. Das finde ich immer doof, dass Magiebannen auch eigene Effekte dann immer bannt. So. So. Ich glaube, ich gebe aber gleich wieder ihr Hass und Schwert. Das benutzt aber nie Hass, das finde ich irgendwie schade. Ich fände es gut, wenn sie das öfter benutzen würde. Diese Goblins sind schon stark, die soll man nicht unterschätzen. So, Rindenhaut hat er sich drauf. So, 38, ey. Sicher, kein Problem. So, und immer wieder das Hastbrotschwert. Ich denke, irgendwann kaufe ich auch nochmal das Eisschwert. Das Chandra hat einfach, weil das einen Verbesserungsbonus von 3 hat. So. Kunden wir nochmal alles. Das hier. Gibt noch irgendwas? Rallidor. Hä? Was wollt ihr hier? Seid ihr Spion von. Was? Von Tank? Ich bin kein Spion, ich suche eine Statue der Läuterung. Ist das so? Ich weiß, wo ihr in dieser Feste eine Statue finden könntet. Allerdings wird euch Gellu, der Ogermagier, nicht zu ihr lassen, falls es überhaupt die richtige Statue ist. Warum erzählt ihr mir das? Ich bin Rallidor. Ich habe genug von diesem Ogermagier. Er hat uns Beute versprochen, aber bekommen haben wir nichts. Wenn ihr Gellu loswerden wollt, dann helft mir. Werde ich diese Feste mit meinen Grottenschranken verlassen. Wir warten im Innenhof auf euch. Wenn ihr unser Gellus Kopf bringt, lassen wir euch gehen. Wenn nicht, töten wir euch. Na, ich verstehe. Das ist schön für euch, Glatthäuter. Kommt schon, Brüder. Unsere Dienstzeit für den Ogermagier ist vorbei. So, dann tschüss. Die Herren. Ja. Mishka, du kannst mal dieses Schloss hier knacken. So, und... ja, klappt sogar.
Aber was sich hinter dieser Tür befindet, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Denn diese Folge ist vorbei und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Neverwinter Nights 2.